Und sehen wir Einspringer aus dem deutschen Team mit der Startnummer 35. Vom SCW kommt er, Stefan Laie. Germany. Und der sah schon mal richtig gut aus im Training, 104 Meter für Stefan Laie und jetzt landet er bei 113 Metern. Und der nächste Springer kommt hier ganz aus der Nähe, aus Rula, springt für das deutsche Team mit der Startnummer 38 vom WC Rula, Sebastian Falasch, Germany. Und wir schauen auf die Weite für ihn, für Sebastian Marasch. Und die Weite liegt bei 108 Metern. 108 Meter. Weiter geht's mit der Spieler aus dem Norwegischen Team mit der Startnummer 43, Vegard Svendsen, Norwegen. Ja, genau. Letztes Jahr hier von unserer Anstalt, dieser Einmal unter den Top-Rennen mit dabei. 98 Meter im Training und jetzt landet er bei 108 Metern. 108 Meters. Vom SC Partenkirchen, Felix Schott, Germany. Im Training 97 Meter und jetzt 107 Meter für Felix Schott. Weiter geht's mit Einspringer aus dem österreichischen Team der Startnummer 48, Dani Huber, Austria. Ja, kommt aus den Kirchen und startet mit den SC Seekirchen. Die Weite für ihn 106 Meter. Als nächstes kommt mit der Startnummer 49 ein Springer aus dem norwegischen Team. Atle Pedersen, Norwegen. Ich habe eine Beute von 108,5 Metern und jetzt landet er auf 116 Metern. 116 Meters. Als nächstes kommt wieder ein Springer aus dem Team des DSV in der Startnummer 51. Vom SCD gefällt Jan Weiler, Germany. Und die Weite von Jan Bauländer 107 Meter. Es geht weiter mit einem deutschen Springer mit der Startnummer 52 vom BSV Gießen, Maximilian Mechler, Germany. Und
Und er landet auf 190 Metern. Der Start Nummer 55 aus dem österreichischen Team, Markus Schindler, Austria. Wir machen weiter mit der Startnummer 58 aus dem Und die Bahn ist im Klimenzbuchwanka 114 Meter. Wow, mit 14 Meter. Und somit im Moment auf Platz 1 Klimenzbuchwanka. Als nächstes ist mit der Schlagnummer 59 aus dem slowenischen Team Matja Sprungata, Slowenien. Und wir sind hier nach 112,5 Meter. Weil wir hier nach 112,5 Meter. Die Weite jetzt für ihn im ersten Versuchsdurchgang 111 Meter. Weiter geht's mit der Startnummer 63 aus dem slowenischen Team. Rok Justin, Slowenien. Und er landet auf 110 Metern. 110 Meters. Der nächste Springer ist wieder ein Springer aus dem Team des DSV mit der Startnummer 64 vom WSV 08 Lauscher. Danny Beck, Germany. Er war letztes Jahr am ersten Wettkampftag auf dem Podium auf Platz 1. Im Training kam er auf 105,5 Meter. 108 Meter, 108 Meters. Es geht weiter mit der Startnummer 65 aus dem slowenischen Team. Ante Simenic, Slowenien. Wir gucken ganz gespannt auf die Weite. Und die Weite für ihn 116,5 Meter. 116,5 Meter. Weiter geht's mit einem Springer aus dem deutschen Team mit der Startnummer 66 vom SK Berchtesgaden, Daniel Wenig, Germany. Und die Weite für Daniel Wenig 111 Meter. 111 Meters. Auch der nächste Springer ist ein Springer aus dem deutschen Team. Sie kennen ihn schon aus dem Weltcup mit der Startnummer 67 vom SC Oberstdorf, Karl Geiger, Germany. Kommt der Fahrrad letztes Wochenende in 1000 war er bereits auf Platz 2 zu finden.
Die Marke jetzt für ihn 116 Meter. 116 Meters. Und somit im Moment Karl Geiger auf Platz 1. Bei uns geht es weiter mit der Startnummer 68, auch ein Springer aus dem deutschen Team vom WSV Kiefersfelden. Pius Paschke, Germany. Und die Warte für Pius Paschke, 111 Meter. Mit der Startnummer 69 kommt im Moment der Bestplatzierte in der Kondikamp-Wertung mit Platz 7, auch aus dem deutschen Team vom TSV Siegsdorf, Markus Eisenbichler, Germany. Deutsche Springer sind heute richtig gut drauf. Schon 3 unter den ersten 10. Und wir gucken mal, wo Markus Eisenbichler landet. Er landet bei 114 Metern. 114 Meters. Und somit im Moment Platz 5 für Markus Eisenbichler. Weiter geht's mit der Startnummer 70 aus dem slowenischen Team. Ante Lanišek, Slowenien. Und wir notieren 112,5 Meter. 112,5 Meters. Im dritten kam Manuel Papinger schon auf 107,5 Meter, die Weite jetzt 112,5 Meter für ihn. 112,5 Meters. Weiter geht's mit dem nächsten Springer aus dem österreichischen Team mit der Startnummer 72, Manuel Fettner, Austria. Schön. Meter im Training und jetzt kommt er auf 108 Meter. 108 Meters. Der vorletzte Springer oben jetzt aus dem slowenischen Team mit der Startnummer 73, Robert Hirgota, Slowenien. Die Seite 111 Meter. 111 Meter. Und der letzte Springer jetzt oben am Anlauf mit der Startnummer 74, auch aus dem slowenischen Team. Nate Selman, Slowenien. Im Moment führender der Kontikamp-Wertung. Ja, hier. Kann die Mutti noch hoch. Und der sah richtig gut aus. Die weit für Nate Stelzmann 118 Meter. 118 Meters. Das war jetzt der letzte Springer des ersten Wertungsdurchgangs hier am ersten Wettkampftag in Bordeaux an der Inselbergstraße. Und wir schauen nochmal auf die Top 10 jetzt, nachdem alle Springer runter sind. Wir haben 3 deutsche Springer unter den Top 10, dabei der führende im Moment Karl Geiger mit 116 Metern. Auf 2 Clemens Bohanka aus dem deutschen Team und auf 3 Stefan Kraft aus Österreich. Daniel, auch aus dem deutschen Team, befindet sich noch auf Platz 4 und auf Platz 6. Markus Eisenbichler, auch aus dem Team des DSV.